Hallo und herzlich willkommen zu unserem 10-Tage-Gebet. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder live dabei seid hier in Stuttgart-Wangen oder live eingeschaltet habt auf www.juelmedia. Wir entschuldigen uns für die kurze Verspätung und wollen gleich losstarten heute wieder mit einem wichtigen Thema. Wir sind ja dabei, uns durch die dreifache Engelsbotschaft zu bewegen, Punkt für Punkt und immer unter der Perspektive des Gebetes, etwas, das vielleicht gar nicht so häufig gemacht worden ist. Und wir haben bisher in den bisherigen Abenden gesehen, dass wir da eine ganze Menge von wichtigen Dingen erkennen. Dass die dreifache Engelsbotschaft erst durch das Gebet so richtig mit Kraft aufgeladen wird und ihre Kraft auch entfalten kann. Bevor wir beginnen, würde ich uns einladen, wo es möglich ist, dass wir auch heute mit einem Gebet starten und dazu niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns auch heute durch dein Wort trösten, belehren, ermahnen und stärken möchtest, ermutigen möchtest. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt alles, was uns ablenkt, an Gedanken, Emotionen, Erfahrungen, die wir heute gemacht haben, beiseite legen können. Und dass du direkt zu unserem Herzen sprechen kannst. Herr, wir brauchen diese Zeit ganz besonders und sind dankbar dafür, dass wir sie haben dürfen. Und wir wollen sie so gut wie möglich nutzen. Sprich du jetzt durch dein Wort zu unserem Herzen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf Matthäus Kapitel 6. Es gibt ein berühmtes Gebet. Und wenn man als Gemeinde zusammenkommt, um zu beten, wie wir das hier tun, dann sollten wir zumindest auch mal über dieses Gebet kurz gesprochen haben. Das Thema heute ist ja der gehorsame Lebensstil und das Gebet. In Matthäus Kapitel 6, da sind wir mitten in der Bergpredigt. Und es geht dort auch um die Frage, wie wir beten sollen. Jesus hat über viele Dinge gesprochen. Darüber, wie wir die Bibel lesen sollen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen, wie wir Glauben haben sollen. Und Jesus hat auch darüber gesprochen, wie wir beten sollen. Er hat das Vater unser uns gegeben, nicht als ein Standardgebet, das wir einfach gedankenlos nachplappern, sondern als ein Beispielgebet, in welcher Einfachheit wir mit unserem Vater im Himmel reden können und wie konkret auf den Punkt wir unsere Anliegen vor ihn bringen können und auch, worum wir beten sollten. Und einen Punkt möchte ich heute hier rausgreifen, der uns zu unserem Thema führen soll. In Vers 9 lesen wir und 10. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wir haben ja gestern ein bisschen über das Reich Gottes gesprochen. Könnt ihr euch erinnern? Das Evangelium vom Reich soll gepredigt werden. Wo? In der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Dein Reich komme. Und jetzt an diese Bitte, dass das Evangelium sich verbreitet in der ganzen Welt, schließt sich an, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Was meint ihr? Wo hat der Wille Gottes es schwerer, umgesetzt zu werden? Im Himmel oder auf der Erde? Im Himmel ist es keine Frage. Im Himmel geschieht der Wille Gottes. Alle Engel, die im Himmel dienen, alle ungefallenen Welten tun den Willen Gottes. Und zwar mit Freude. Keiner tut dort den Willen Gottes, weil er gezwungen wird. Niemand tut dort den Willen Gottes, weil er Angst hat, ansonsten schwer bestraft zu werden. Sondern die guten Engel und die ungefallenen Welten tun den Willen Gottes, weil sie wissen, es ist das Beste, was ihnen überhaupt passieren kann. Der Wille Gottes für ihr Leben ist besser, als ihr eigener Wille je sein könnte. Und deswegen ist ihr größter Wunsch, Gottes Willen zu tun. Und Jesus hat seinen Nachfolgern, uns, die wir heute hier zusammengekommen sind und live jetzt zuschauen oder später das Video anschauen, den Ratschlag gegeben, betet doch darum, dass in eurem Leben Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn Gottes Wille geschehen soll, dann müssen wir wissen, was Gottes Wille ist. Wir müssen uns dafür interessieren. Und das bringt uns zu einem sehr ernsten Vers.
in Sprüche 28, Vers 9, stellen wir fest, dass nicht jedes Gebet erhört wird. Nicht alles das, was Menschen für Gebet halten und als Gebet ausgeben, wird auch wirklich als Gebet von Gott wahrgenommen. Und das sollte uns zu denken geben. In Sprüche 28, Vers 9 heißt es, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz. Und damit sind in den Sprüchen nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern all das, was Gott gesagt hat. Ja, die 10 Gebote plus all die anderen Vorschriften, die Geschichten, die ganze Tora. Wer sein Ohr abwendet vom Hören, mit anderen Worten, wer es nicht hören will, was Gott von ihm möchte, wie geht es weiter? Dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Man kann also zu Gott beten, theoretisch, in der Praxis, man kann zu ihm beten, man kann sogar in einem 10-Tage-Gebetkreis sein und es können Worte zu Gott zum Himmel aufsteigen und Gott sagt, das ist mir ein Greuel. Nun, nicht deswegen, weil er uns nicht mag, aber wenn ein Mensch nur aus Form betet, aber sich gar nicht wirklich dafür interessiert, was Gott eigentlich in seinem Leben möchte, dann klingt das wohl in den Ohren von Gott wie Hohn und Spott. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was es bedeutet, gehorsam zu sein nach dem Willen Gottes und was das mit dem Gebet zu tun hat. Denn ich bin mir sicher, niemand von uns ist heute hergekommen, um zu beten, nur damit dann Gott sagt, das war mir ein Greuel, oder? Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir beten und Gott das nicht hören kann. In Offenbarung 14 und dort Vers 7, die dreife Engelsbotschaft, um die es ja in diesen 10 Tagen geht. Da heißt es, und ich sah einen anderen Engel oben am Himmel fliegen, nicht wahr? Der hatte ein ewiges Evangelium oder inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk, darüber haben wir gestern gesprochen. Und dann heißt es, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Ich glaube, diese beiden Aspekte hier, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, gehören zu den am meisten missverstandenen Phrasen in der dreifachen Engelsbotschaft, auch in unseren Gemeinden. In der Regel sagt man, naja, es bedeutet einfach Ehrfurcht haben. Ja? Und dann geht es darum, dass man im Gottesdienst leise ist, schöne Kleidung vielleicht anzieht zum Gottesdienst, ja, ehrfürchtig ist. Und die Ehrfurcht ist enorm wichtig. Aber ich glaube, es geht hier nicht nur darum, wie man sich im Gottesdienst benimmt oder dass man eine gewisse Ehrfurcht hat. Es heißt ja, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Wie gibt man denn Gott die Ehre? Und das hat etwas zu tun mit Gebet. Schaut mal mit mir in einer Geschichte in Lukas Kapitel 17. Da finden wir nicht 10 Tage des Gebetes, sondern 10 Männer des Gebetes sozusagen. 10 Menschen, 10 Männer, die alle zu Jesus kommen und beten sozusagen. Also nicht zum Himmel direkt, sondern sie sprechen mit Jesus. Sie bitten etwas von Jesus und das ist ja sozusagen ein Gebet. In Lukas 17, dort Vers 11 heißt es, und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. 10 Menschen mit einem Problem. Und Aussatz ist kein kleines Problem. Aussatz war das Zeichen, das symbolische Zeichen der Sünde. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Wie nennt man sowas? Das ist ein Gebet. Das ist ein Gebet um Rettung. Also, vielleicht haben sie nicht ihre Hände gefaltet, vielleicht haben sie nicht ihre Augen geschlossen, vielleicht sind sie nicht auf die Knie gefallen, vielleicht schon. Ja? Aber es ist ein Gebet, so ein Gebet, wie wir auch es beten würden. Oder Herr, Meister, erbarme dich über mich. 10 Menschen beten. War das Gebet ernsthaft gemeint? Es war total ernsthaft gemeint. Und es heißt in Vers 14, und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Wann
sind die Männer gesund geworden? Gleich im ersten Moment? Was mussten sie erst tun? Sie mussten erst gehorsam sein. Ja? Sie haben also sogar geglaubt, sie haben getan, was Jesus sagte und sie, wie viele von wurden ihnen geheilt? Wie viele? Alle 10. Aber dann kommt's. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme. Warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Wie nennt man sowas? Auch ein Gebet. 10 hatten gebetet. Am Ende betete nur einer. 10 hatten gebetet, Herr, hilf mir, Herr, rette mich, Herr, erlöse mich. Und Jesus hatte jedes Gebet erhört. Aber von den 10 betet nur einer, danke, Herr. Vielleicht wisst ihr jetzt, warum es so wichtig ist, dass wir bei den 10 Tagen Gebet nicht nur unsere Gebetsanliegen vorbringen, sondern dass wir auch dankbar sind für all das, was Gott schon getan hat. Dankbar für die Erlösung, die er uns schon geschenkt hat. Da antwortete Jesus, Vers 17, das war übrigens ein Samariter, und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Jesus wusste, dass er 10 geholfen hatte. Wo sind aber die 9? Hätte sich Jesus gefreut, wenn die anderen 9 auch ihm gedankt hätten? Hat er sich auch ein bisschen eigentlich sich gewünscht, so ein bisschen erwartet? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Nur einer gibt Gott die Ehre. Die dreifache Engelsbotschaft ist ein ewiges Evangelium. Und wir haben gelernt, das Evangelium bedeutet, dass ich von meiner Sünde, meiner Schuld, meinen Problemen frei werden kann. Aber unsere Botschaft als Adventbewegung ist nicht nur, Jesus will dich frei machen. Unsere Botschaft ist, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Sei auch dankbar für die Erlösung, die er dir schenken möchte. Nimm sie nicht nur an, sondern lebe sie auch aus. Nimm nicht nur die Problemlösung, sondern widme dein Leben auch Jesus. Sei ihm dankbar. Dankbarkeit nach erhörtem Gebet ist ein Ausdruck von Gott die Ehre geben. Schaut mit mir in Prediger 12. In Prediger 12 schreibt der Salomo am Ende seines Lebens. Und dort in Vers 13 und 14. Prediger 12. Vers 13 und 14, ganz am Ende, als er sozusagen unter allem den Schlussstrich zieht, die Gesamtsumme. Da heißt es hier, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Er hat ja vorher, diesen Vers muss ich mir immer selbst zu Gemüte führen. Ja? Gott hat ihn mir schon oft gezeigt, ich muss ihn noch mehr beachten. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Ja? Da habe ich manchmal mit zu kämpfen. Es gibt so viele interessante Dinge zu wissen. Ja, und Salomo sagt aus eigener Erfahrung, mach mal Schluss. Und dann sagt er interessanterweise, die Summe aller Lehre, mit anderen Worten, egal wie viel du liest, egal wie viel du studierst, egal wie viel du rausfindest, unterm Strich bleibt sowieso nur das übrig. Das ist sowieso, mehr als das kannst du eh nicht entdecken. Ja, und da denke ich, ach, okay, alles klar. Mehr als das kann man ohnehin nicht verstehen, als das, was hier in Vers 13 und 14 steht. Die Summe aller Lehre, das, was wirklich wahr ist, ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, ist er gut oder böse. Es ist ohne Zweifel, dass die dreifache Engelsbotschaft das hier zitiert. Er fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, und dann, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wenn man das vergleicht, stellt man fest, fürchte Gott und gebt ihm die Ehre, fürchte Gott und halte seine Gebote. Echter Glaube und echte Erfahrung der Erlösung bedeutet, dass wir von Herzen aus Dankbarkeit das tun, was Gott sagt. Und dann werden unsere Gebete auch eine echte Gemeinschaft mit Gott, weil dann ist es nicht Einbahnstraße, ich will immer was von Gott, sondern es ist eine Beziehung. Tatsächlich ist es so, dass wir Gott etwas geben können. Wir können ihn zwar nicht reicher machen, wir können ihn nicht klüger machen, auch nicht stärker. Aber wir können ihm ein Stück Liebe zurückgeben. Er hat uns geliebt, wir können ihm Liebe zurückgeben. Und das ist das, was eigentlich Gehorsam ausmacht. In 1. Korinther 10 und dort Vers 31, es heißt ja ein gehorsamer Lebensstil in unserem Thema.
Und die Frage ist vielleicht ja, in welchen Bereichen des Lebens wünscht sich Gott, dass wir seinen Willen tun? Nun, die Bibel ist sehr deutlich. Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Was heißt das konkret? Das heißt, in jedem Bereich unseres Lebens, wo Gott etwas gesagt hat, zum Beispiel, dass wir nicht zu viel essen sollen oder was wir am besten essen sollten oder wann wir am besten essen sollten, ja, oder wie wir am besten essen sollten. Jetzt habe ich die ganze Zeit vom Essen gesprochen, gibt ja so viele andere Dinge, ja. Wenn Gott etwas gesagt hat und wir ihn wirklich lieb haben, dann zeigt sich das daran, dass wir ihm glauben, dass das, was er über das Thema sagt, mir wichtiger ist als das, was ich bisher gedacht habe. Übrigens, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Punkt, in dem Gott nichts Spezifisches gesagt hat. Ob wir ein rotes Hemd tragen oder ein grünes Hemd oder ein gelbes Hemd, ist vielleicht keine Glaubensfrage. Und manchmal gibt es Leute, die dann das so verwirrt sind, dass sie ihre persönlichen Eindrücke für den Willen Gottes halten. Aber das ist nicht gemeint. Gemeint mit der Ehre Gottes ist immer, dass das, was Gott klar und deutlich gesagt hat, wo wir also wissen, dass es Gottes Wille, nicht nur mein Eindruck, nicht nur was ich denke, dass der Heilige Geist mir jetzt persönlich gesagt hat, sondern was ich schwarz auf weiß lesen kann. Wenn ich weiß, dass es Gottes Wille und ich dann lieber sein Willen tue, als das, was ich bisher gedacht habe, dann geben wir Gott die Ehre, weil wir überzeugt sind, dass er es besser weiß. Jesus hat das selbst in seinem Leben erlebt. Und ich finde, das ist sehr interessant, wenn man sich diese Geschichte in Matthäus 26 anschaut. Weil ganz ehrlich, ich denke, wenn ihr schon in eurem Leben, ich denke, wir alle haben das schon erlebt, dass man in Situationen kommt, also jetzt hier, heute Abend, ist es natürlich ganz klar. Ja, natürlich machen wir das. Ne? Aber wir alle haben, ich habe in meinem Leben schon Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, Gott will etwas, was ich nicht möchte, oder vielleicht Gott will etwas nicht, das ich mir so sehr wünsche. Das kann passieren. Und dann? Jesus weiß genau, wie das ist. In Matthäus 26 und dort Vers 39. Und es war keine Kleinigkeit. In Matthäus 26, Vers 39 heißt es in Gethsemane, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete. Ein Gebet. Und sprach, mein Vater. Was hat er uns gesagt, wie sollen wir zu Gott beten? Unser Vater, der du bist im Himmel. Was er hier betet, ist das Vaterunser, nur es sind andere Worte. Werdet ihr gleich sehen. Das heißt ja, im Vaterunser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Aber als er hier in einer der größten, in der Krise seines Lebens war, als er so niedergedrückt war von der Sünde der Welt, dass er sich gewünscht hat, einfach alles abzuschütteln, in den Himmel zu gehen und wieder mit den Engeln zu singen. Wo es keine Probleme gibt, kein Leid, kein Schmerz, keine Sünde, nichts davon. Er hat sich so sehr gewünscht, hat er das Vaterunser gebetet, aber nicht so wie wir oft, Vaterunser, indem wir es nachplappern. Er hat den Gedanken des Vaterunsers ausgedrückt, nämlich, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er hat seinen Wunsch ausgedrückt und Gott wünscht sich auch, dass wir ehrlich mit ihm sind, dass wir sagen, was wir denken und fühlen. Aber unser Denken und Fühlen sollen wir ihm zwar mitteilen, aber nicht als Autorität, sondern nur, wie man sich einem Freund mitteilt und sagt, so geht's mir. Aber doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Warum ist Jesus zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, in einer Situation, in der er sich so sehr gewünscht hat, etwas anderes zu tun? Dass Gottes Wille besser ist. Hatte Jesus Angst vor dem Vater? Hat er Angst gehabt, dass wenn er jetzt was Falsches macht, der Vater ihn schlägt? Das ist ganz wichtig. Gehorsam bedeutet nicht, dass wir etwas nur tun, weil wir Angst haben, weil wir ansonsten von Gott, dem Vater, gestraft werden. Jesus hat gewusst, das, was in Römer 8, Vers 29 steht. In Römer 8, Vers 29, dort steht etwas, das liest sich leicht, aber es ist die Wahrheit, selbst wenn die Himmel zusammenbrechen. In Römer 8, Vers 29, dort steht, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Jesus
hat so viel Erfahrung in kleinen Dingen und in größeren Dingen mit Gott, dem Vater, gemacht, dass er wusste, immer wenn ich das tue, was Gott sagt, bin ich glücklich und andere auch. Immer wenn ich das tue, was Gott sagt, kann ich am Ende des Tages sagen, das war die beste Entscheidung. Immer wenn ich das sage, was Gott gesagt hat, haben die Menschen gesagt, das war die beste Predigt. Und er wusste, wenn ich auch jetzt darauf vertraue, obwohl meine Emotionen mir etwas anderes sagen, dass Gottes Wille der beste für mich ist, wird es irgendwann mal einen Zeitpunkt geben, wo ich zurückschaue und sage, das war wirklich das Beste. Glaubt ihr, wenn Jesus jetzt im Himmel ist und er schaut zurück auf Gethsemane, denkt ihr, er ärgert sich, dass er Gottes Willen getan hat? Denkt ihr, sagt er, oh, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte? Wie oft schauen wir in unser Leben zurück und sagen, oh, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte, ich würde einen anderen Beruf erwählen, nicht die Frau heiraten, ja? Nicht das tun, nicht dorthin ziehen. Wir würden so viele Entscheidungen gerne rückgängig machen, weil wir sie alleine gefällt haben. Jesus schaut nicht zurück und sagt, oh, hätte ich mich in Gethsemane anders entschieden. Es war in dem Moment eine echte Kreuzigung seiner Gefühle. Aber es war eine Kreuzigung aus Liebe, weil er wusste, auch wenn es sich schlimm anfühlt, in Wirklichkeit ist es das Beste. Und dass es sich schlimm anfühlt, liegt ja nicht an Gott, sondern es liegt an der Sünde, die in dem Fall auf ihm lastete. Und deswegen, und das ist unser vorletzter Text in Jeremia 32. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diese Stelle mag. In Jeremia 32, ihr solltet euch sie wirklich mal zu Hause zu Gemüte führen, so richtig langsam und Vers für Vers. In Jeremia 32 und dort ab Vers, ich lese ab Vers 38. Lesen wir Vers 37, da geht der Satz los. Jeremia 32 ab Vers 37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten. Ihnen selbst zum Besten. Da steht, dass wenn wir Gott fürchten, ist das Beste für uns. Mit anderen Worten, wenn wir eigentlich predigen, fürchtet Gott, heißt es nicht, habt Angst vor ihm. Es heißt auch nicht, habt Acht. Es heißt auch nicht, seid ehrfürchtig. Es heißt, Gott will euer Bestes. Und das Beste für euch ist noch mehr als euer eigener Wille. Vertrau ihm. Glaub ihm. Dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund, das ist der neue Bund, nicht wahr? Mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben. Ich mache, dass ihr mich fürchtet, damit sie nicht mehr von mir abweichen, damit sie nicht mehr ihr Ohr vom Gesetz wegnehmen, nicht wahr? Damit sie gehorsam sind. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun, ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ihr Lieben, zu lange haben Christen geglaubt. Wenn sie noch überzeugt waren, dass sie gehorsam sein sollen, es gibt ja viele Christen, die glauben, das Gesetz ist abgeschafft. Aber wenn sie noch wussten, dass das Gehorsam wichtig ist, haben sie zu oft gedacht, Gott setzt einen Maßstab und prüft, ob wir es aus eigener Kraft schaffen, den Maßstab zu erreichen. Aber die Bibel sagt, Gottes größter Wunsch ist es, dass wir den Weg frei machen, unser Ich aus dem Weg räumen, damit er uns Gehorsam schenken kann. Er wünscht es sich so sehr. Er hat alle Kraft und alle Macht, uns gehorsam zu machen. Wir müssen nur sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Herzen. Er sagt, mit meinem ganzen Herzen wünsche ich mir das. Und der letzte Vers, der macht das so deutlich, dass man es nicht missverstehen kann. In Hesekiel 32. Hesekiel, 36. Hesekiel 36 und dort Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken. Wer macht es? Gott macht es. Dass sie in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ein Mensch, der Gottes Gebote befolgt, zeigt, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Zeigt, dass er Gottes Willen höher schätzt als seinen eigenen. Er zeigt, dass er wirklich in seinem Herzen betet. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dass er diesen Jesus kennt, der selbst gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das war ein Gebet von Jesus. Soll es nicht unser Gebet sein? Was passiert,
wenn wir heute und morgen, wenn überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz, auf der ganzen Welt Menschen beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille? Werden wir nicht plötzlich sehen, wie wir gehorsamer werden? Wenn wir nicht sehen, dass wir plötzlich Kraft empfangen werden, das zu tun, was Gott uns gesagt hat, weil es das Beste für uns ist? Ich wünsche mir in meinem Leben, dass ich gehorsamer sein kann. Dass Gott mir diesen Gehorsam schenkt, den ich alleine niemals produzieren könnte. Und wenn es euer Wunsch auch ist, dann wollen wir dafür jetzt gleich beten. Alle, die jetzt live zugeschaltet haben, die verabschieden wir für heute. Und wir hoffen, dass ihr gesegnet worden seid. Nächsten Tag geht es weiter um 19.30 Uhr, dann hoffentlich wieder ganz pünktlich. Und bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen und viel Freude jetzt noch beim Beten in euren Hauskreisen, Familien, Zoom-Meetings, wo auch immer. Gott mit euch. Amen.